Einen wunderschönen guten Tag, liebe Netz, willkommen zum neuen Projekt hier auf dem Kanal. Dragon's Dogma 2 begrüßte mich heute aus meinem Briefkasten, bin ich sehr, sehr froh drüber. Ich habe nämlich Bock auf das Game und bin froh, ist es ein Tag früher bei mir angekommen, denn morgen kommen nochmal drei Games, die ich zocken möchte, mit Rise of the Ronin, Princess Peach, It's Showtime und Barriss in Space. Von daher können wir heute schon loslegen mit diesem, sag ich jetzt mal, Game of the Year. Contender, so wie es aussieht. Und wir reden nicht lange um den heißen Brei rum, denn wir werden wahrscheinlich einiges an Zeit auch im Charaktermenü verbringen. Ja. Überzeugung ist der menschliche Wille, der seine größte Kraft erreicht. Honored guests, lend me your ears. Long has our Fevremonde suffered without a true monarch to guide her and her people. Decades have passed since last His Majesty Erland sat atop the Draken throne. Long have we endured, yet it has not been for naught. At last, the bell has tolled on the age of the Consul. At last, we may celebrate the coming of our rightful ruler. The return of the Sovereign. My word, such an inspiring visage. Your Majesty shall have my eternal fealty. Your Majesty, oh how long I have waited this moment. Behold, before you sits the rightful inheritor of the Draken throne, chosen by the dragon as its enemy. Behold and rejoice! Fortune has delivered us our savior at last! At last! Praise be, for only the sovereign's guidance can lead us true. All hail the sovereign! All hail! Let all present pledge your allegiance to the sovereign. Let us be united in the hope that our liege's reign will ne'er end. Long live the sovereign of Vermont! Long live the sovereign! Arisen, thou who wouldst slay the dragon, if thou seekest to behold this world in its true aspect, abandon thy reason. Cast aside thine heart and thy life both. I ask thee to demonstrate thy will, for naught but thine ambition can alter the course of the rivers of fate.
Now, which one of you was it? No need to be shy. I've just got to take down a record of your name and face. Come on, step forward. Du kannst entweder einen Gefangenen als Voreinstellung wählen oder den Gefangenen mit Kapuze, um das Aussehen deines Charakters von Grund auf anzupassen. Okay. Are you the one then? Aha. Ja. I thought I recognized you. Es gibt übrigens keine deutsche Sprachausgabe, ne? Einfach, dass das gesagt ist. Gibt's nicht. So. Wähle eine Rasse, einen Körpertyp und einen Basiskopf aus, um das grundlegende Aussehen des Charakters zu bestimmen. Du kannst dann weitere Bearbeitungen vornehmen, indem du Anpassen auswählst. Einmal festgelegt, kann die Rasse des Erweckten nicht mehr geändert werden. Ich bin Mensch. Oh. Basiskörper. Na, ja, normal so. Passe das Gesicht nach deinen Vorlieben an, indem du es in drei Stufen konfigurierst. Kannst dann an dem Kopf, den du als Basis ausgewählt hast, weitere Bearbeitungen vornehmen. Okay. Der ist nicht schlecht. Der fliegt davon mit den Ohren, das ist es nicht, nee. Na, so alt bin ich dann auch wieder nicht. So alt bin ich. Uiuiuiui, okay. Alles, okay. Mama, mal so, keine Ahnung. Irgendwie so? Coole Frisur. Der gefällt mir. So, jetzt Basiskopf. Uiuiuiui. Ich mag solche Frisuren halt in Games, ne? Das ist halt hier anders. Ah. Oh Mann, das ist gut so. Basiskopf 3. Oje. Alter. Nee. So. Ja, das ist okay. Ich möchte ihn weiter anpassen, ja. Körpergröße machen wir meine, 1,68. Typ 2, Muskelstil. Okay. Ja, also... So, keine Muskeln. Bestätigen. Oder so, zurück. Kopf. Sachen mache ich denn jeweils nicht, ne? Also so Talimbreite und so Zeug. Minus 100. Bedeutet das? Da keine großen Unterschiede. Hier größere Schritte. Wir machen minus 16. Das ist meine Glückszahl 16. Der Rest Körperhaltung. Oh. Nee, da machen wir einen geraden Körper. Komm. So muss es ja gesund sein. Okay. Gut. Kopf. Basiskopf haben wir ja schon ausgesucht. So von der Hautfarbe passt so ein bisschen zu mir. Glanz, Haut. Hey. Müssen wir nicht übertreiben. Haben wir auch eine 16. Eine Glückszahl, Falten. Kann ich da ranzoomen? Kann ich. Komm. Ja, das passt. Augenbrauen, das ist okay. Die Augen, ich mache immer gerne... Kannst gar nicht die Farbe machen. Oh je. Okay. Ohren, Stil.
Elfenohren, komm. Ah, Elfenohren. So. Wangen, Mund, Kiefer. Ja, also weiter geht's. Körperbehaarung, Frisur. Ich möchte. Ja. Gerne was Ähnliches zu meiner Frisur im Real Life. Ungefähr so. Die 27 merken wir uns mal. Aha. Auch. Das ist auch geil. Ja, okay. Es wird die 27, ne? Genau. Aber ich glaube, ich muss dann die Ohren dann doch nochmal anpassen. Jesus. Weiß? Auch cool. Ich will blonde Haare haben. Das war schon immer mein Wunsch im Real Life, blonde Haare zu haben. So. Farbe Spitzen. Machen wir auch noch 131. Damit es schön gleich ist. Okay. Glanz. Ist okay. War nochmal hier bei den Ohren. Ich will doch andere Ohren haben. Und relativ. No, die sind ein bisschen groß. So. Okay. Also, Augenbrauen interessieren mich nicht. Bart. Auch so einen, den ich ungefähr habe. So mag ich den eigentlich, aber es sind zu viele Haare. So mag ich es eigentlich auch gerne. Jesus. Okay. Eieieiei, du. Marshall D. Teach machen wir hier, Blackbeard. Ja, so, das ist doch gut. Farbe. Bräunliches. Oder schwarz eher. Passt halt nicht zum Rest, ne? Kann ich ja auch auf eine 131 gehen. Wait, das wird wahrscheinlich ein bisschen dann. Oh, shit. Wobei, sieht doch cool aus. Okay. Glanz. Machen wir das, was standardmäßig war. Eine 10. Okay. Körperbehaarung. Nur 4 Typen. So. Farbe, Körper. Ja gut, die lassen wir schon schwarz. Dichte. Ey, nee. Das ist ein bisschen zu viel. Wir machen die 16 wieder, komm. Okay. Make-up. Okay. Primärfarbe Iris. Ich will blaue Augen, das war schon immer mein Traum. Sekundärfarbe. Okay. Das Grünes. Das hat was, ne? Das hat was, ja. Ja, CR-Farbe. Könnten wir hier nehmen. So, ja, das sieht cool aus. Farbe Augensklera. Denken wir, dann nehmen wir weiß, oder? Oder was Dunkleres? Nee, wir lassen das, was jetzt ist. Das passt schon. Hier war es, ne?
Nochmal eins daneben. So. Okay. Viel Augen. Ach du Heilige. Nee, mach mal so. Bei, guck mal, da ist das Muster relativ cool da drin. Okay. Wimpern, Lidschatten, Eyeliner, Sommersprossen. Ich will keine Sommersprossen. Okay, das ist die 1. Okay. Wangen. Farbe. What the hell? Nee, das lassen wir so, wie es ist. Zähne. Aha. Nee, du. Lass mal alle Zähne machen, okay? Danke. Barber kannst du da auch aussuchen. Schwarz. Oh je. Da ich Raucher bin, machen wir sie leicht gelblich. So. Okay. Tattoos. Oh ja. Nee, warte. Auf Standard. So. Körpertattoos. Okay. Sieht nicht so geil aus, ne? Fällt mir jetzt nicht wirklich irgendwas bisher. Er ist von Naruto, okay. Also. Oh. Sind wir wieder bei der 1. Dann mache ich keins. Es hat mir jetzt nicht wirklich eins gefallen. Beim rechten Arm. Da sind es die gleichen Muster, ha? Huh? Beim Arm kann man es machen. Da können wir jetzt zum Beispiel einen Drachen, ne? Ist ja Dragon. Sag mal, dann machen wir einen Drachen. Packen wir den ein bisschen nach oben. So. Okay. Tattoos linker Arm. Da kann man irgend so ein Muster machen, ne? Wie das hier. Das gefällt mir. Vielleicht können wir das nach unten packen. Oder wie sieht's cooler aus? Oben? Oben sieht's cool aus, ja. Rechtes, ja, an den Beinen brauche ich's nicht. Narben. Sieht immer cool aus, wenn man Narben hat, ne? Dann sieht man aus wie ein Krieger, so. So zum Beispiel. Am Körper brauche ich keine. Mutz. Nee. Okay, dann sind wir fertig. Warte mal. Das Gewicht, kann ich das irgendwie anpassen? Nee. Bin ich jetzt halt 60 Kilogramm. Laufbahn. Kämpfer, Bogenschütze, Magier, Dieb. Kann später geändert werden. Dann will ich zuerst einen Bogenschützen. Ich mag Bogenschützen. Ich mag aber auch Magier. Nee, Bogenschütze. Stimme. Nee, warte, wie kann ich die abspielen? Ah. Nee, das passt nicht zu einem Bogenschützen. Der ist auch gut. Ja, das passt zu einem Bogenschützen. So, abschließen. Name. Das ist natürlich Akuyaku. Akuyaku. Ja. Spitzname. Egglos, genau.
Nee, habe ich keinen. Alter, ich bin 27. So. Predigen. Fortfahren. Wunderbar. Haben wir das doch noch geschafft. I ill like that look in your eyes. Tis queerly brazen for a pawn. Danke. Most of your kind have eyes blank as a cadaver's. Mayhap 'tis only natural, seeing as how you rise from the dead. There's aught different about you, though. Could it be that you fear death just as we mortals do? Worry not, vessel. 3 days here, and you'll be longing for death's sweet embrace. Come along, you feckless dullards. Okay. Einer dem, ja genau, ich habe noch so ein Cosmetic-Add-on dazu gekriegt für den Vorbesteller-Boni. So. Also. Höre auf den Aufseher. Okay. Ist ja mal ein Start im Kerker. Dann folgen wir ihm einfach mal. Düsterer Start. Will die große, schöne Landschaft sehen. That's all I want. Kann ich nicht ein bisschen schneller rennen? Nee. Ja, guck mal. Landschaft. Schon besser. Die Ausgrabungsstätte, das Loch. Ja, ja, beruhige dich doch, mein Freund. Komm mal ja. Kann halt noch nicht rennen, mein Lieber, ne? Kann ja auch nichts für. Soll ich machen? Was soll ich machen? Do your injuries pain you? Pray, do not overexert yourself. This is no place for one of your ilk. 'Tis harsh beyond measure. Even we pawns are pushed to the brink. You ought not anger the overseer. Let us proceed to the site. Danke. Jetzt kommt er mit, okay. Ja. It would be unwise to disobey. The overseer will show you no mercy. Kann ich abhauen? Oder wo soll ich hin? Muss ich ihm nachlaufen? Wo bist du, mein Freund? Grüße. Hey. Ich bin kein Scum. Wo führt er mich denn hin? Will aber nicht arbeiten. Feierabend. Ja. Hebe einen Felsen auf, okay? You were prepared to work. Then you all begin by carrying stones out from the station in the back and bringing them here. Okay. Dann machen wir das. Laterne anzünden. Hm. So, dann nimm das Ding mal mit. Wenn ich... Ah, nee, ich muss... Ja, ja. Also ich muss nicht die ganze Zeit R2 gedrückt halten. Das ist gut. A job well done. Now the next step is to. What is this commotion? Perhaps we ought to investigate. Ja, schauen wir mal nach. L3 oder Kreis ist Sprinten. Ja, lieber L3.
Das klingt nicht gut. Ne, Medusa. Na dann, kämpfen wir, lösen. Okay. Kann ich nicht irgendwie zielen? Ruhiger Schuss mit R1, okay. Come on. Rundtritt. Aha. Hat die vier Phasen, willst du mir sagen? Boulders, barrels and the like can make effective weapons for the clever combatant. Ja, oh je, yeah, du. Muss irgendwas greifen hier, eine Kiste. Greif das Ding. Hallo? Ach, hey. Hier. Ich bin auf dem Weg. Hau nur ab, mein Freund. Renne um dein Leben ist die Quest. Ja, das mache ich sehr gerne. Aber jetzt müssen wir springen. No one could survive a fall from this height. Not even a pawn. Capcom präsentiert Dragon's Dogma. Oh yes, baby.
Keep your distance, Arisen. Worry not for me. The brine may swallow me whole, but I will not perish. There is a stone not far from here, known as a Rift Stone. Pray, seek it out. If you're truly the Arisen, then our paths will surely cross again. Oi! Are you all right? What happened here? A griffin appears one moment and falls the next. And now you stand before me. Was it you then? The one who was riding on its back? It is a wonder you survived. Accompany me to the stronghold. We'll treat your wounds and hear your story. Zabanet. Ein Hauch von Freiheit. Den Fesseln der Sklaverei entkommen. Okay. Ich würde sagen, wir machen im nächsten Part mal weiter. Der kommt heute. Ich denke mal so gegen 21 Uhr. Und ab morgen dann täglich, ne? In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns später wieder. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.